Schön, dass du eingeschaltet hast zu New York Cheesecake. Und das ist das Exemplar, um das es heute geht. Wie du siehst, es ist ein schöner Cheesecake, also Frischkäsekuchen, vorne mit einer ganz leckeren Himbeersoße. Ich guck mal, ob ich es drehen kann. Und ich kann dir sagen, Schmack auf was. Das wird eine richtig leckere Geschichte. Was du dafür brauchst, ist sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, hergestellt ist er ungefähr in einer Stunde. Aber er braucht locker 8 Stunden Ruhezeit, also besser über Nacht. Dass auch wirklich schön saftig ist und durchziehen kann, denn in der Zeit entwickelt das ein volles Aroma. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn es dir gefallen hat, wie immer, freue ich mich über einen Kommentar von dir und ansonsten hoffe ich, dass du genauso viel Spaß hast und am Ende der ganzen Reihe folgt noch ein, zwei Tipps zum Cheesecake, was man noch beachten kann, wie man auch sicher gehen kann, dass er oben nicht zu dunkel wird, sondern schön hell bleibt. Also, bis dann, eure Silke. New York Cheesecake brauchen wir als erstes Schokoladenbrösel, in dem Fall Schokokekse, am besten ihr nehmt Dinkel- oder Vollkornkekse, geschmolzene Butter, Zucker, dann für die Himbeermasse braucht ihr gefrorene Himbeeren, Zucker, Maisstärke und Wasser und für die Masse vom Cheesecake braucht ihr weiße Schokolade, Sahne, jede Menge Frischkäse, Eier, Vanilleextrakt und Zucker. Wir starten jetzt mit dem Boden, indem wir die Brösel zerkleinern, das Ganze mit der Butter mischen und mit dem Zucker und in die Backform füllen. Das heißt, wir nehmen eine Springform, ca. 26 cm Durchmesser dafür. Einfach im Verkleinern nehme ich einen Gefrierbeutel, gebe die Schokokekse hinein. Ihr könnt auch gerne Keksreste nehmen, die ihr noch vom letzten Backen übrig habt, die nicht weggegangen sind. Nehmt das Ganze. Ich gebe auch den Zucker mit hinein, sodass sich das gut trennen wird nachher. Und nehme ein ganz normales Nudelholz und mache es damit klein. Die Masse ist richtig schön fein krümelig geworden. So sollte sie auch sein. Ihr könnt dazu auch Gewürzkekse nehmen, wenn ihr wollt. Hier ist die geschmolzene Butter. Und da werde ich das Ganze jetzt hineingeben, um das Ganze schön miteinander zu mischen und dann in die Auflaufform zu füllen. Ich habe meine Backform gleich mit Backpapier ausgekleidet, gebe nun die bröselige Masse hinein, verteile sie gut. Und drück sie dabei noch ein bisschen fest. Ich finde, sowas geht mit Fingern immer am einfachsten. Werden wir unsere 300 Gramm Himbeeren mit 2 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Maisstärke und 120 ml Wasser aufkochen und dann ca. 5 Minuten kochen lassen, dass es etwas dicklich wird, die Soße, und diese durch ein Sieb streichen, damit wir die Kerne aus den Himbeeren herausrahmen, sodass wir eine richtig schön cremige Soße haben werden. Das sind meine 300 Gramm Himbeeren, 2 Esslöffel Zucker. Und das koche ich jetzt auf, gebe dann die Maisstärke mit hinzu und anschließend meine 120 ml Wasser. Die Himbeermasse beginnt nun zu kochen. Und ihr seht, sie werden richtig schön flüssig, sie sollen auch richtig verkochen. Ich füge jetzt schon die Speisestärke, die Maisstärke in dem Fall, weil es ja glutenfrei sein soll, auch wieder mit hinzu. Verrühre das Ganze ordentlich. Ihr seht gleich, es wird ein bisschen milchiger. Es muss 5 Minuten kochen, sonst würdet ihr die Speisestärke noch rausschmecken und das soll es nicht. Die Speisestärke ist nun gut verrührt. Ich sehe keine Klümpchen, nichts mehr.
Jetzt gebe ich noch das restliche Wasser mit hinzu, damit es auch schön dünnflüssig wird. Und lasse es wirklich, wie gesagt, gute 5 Minuten aufkochen. Und dann werde ich es durch ein Sieb streichen. Nur so ist gewährleistet, dass auch wirklich die Speisestärke gut verkocht ist, ihr das, den Geschmack von der Speisestärke nicht mehr spürt und der Zucker, der da drin ist, sich auch gut aufgelöst hat. Immer wieder umrühren, nicht vergessen, sonst brennt euch die Masse an, beziehungsweise die Soße. Während die Himbeermasse vor sich hin köchelt, habe ich hier schon wieder einen Topf aufgestellt mit heißem Wasser. Dort hinein gebe ich meine weiße Schokolade, die darin schmelzen kann. Und damit sie sanfter schmilzt und mir nicht anbrennt, gebe ich auch gleich, das sind 360 Gramm weiße Schokolade, 120 Milliliter Sahne hinzu. So. Die kann in der Zeit auch schon mal schmelzen, denn die werde ich nachher auch gleich brauchen. Die Masse ist nun gut durchgekocht. Immer wieder umrühren nicht vergessen. Wir nehmen sie dann vom Herd und sieben sie dann durch und lassen sie danach noch ein bisschen abkühlen. Dazu füllen wir sie hier in ein Schüsselchen mit einem Sieb. Einfach umleeren. Das Sieb wird die Kerne auffangen und dann passt das Ganze auch schon wieder. Es wird noch ein bisschen andicken. Bis jetzt ist eine recht dünnflüssige Masse. Ich sehe, das tropft noch ordentlich durch. Nicht drücken, denn die Kerne, die da drin sind, sollen auch da drin bleiben. Wir fangen nur die Soße auf, die wir dann auch gleich ein bisschen abkühlen lassen. Denn wenn sie nachher auf die Cheesecake-Masse kommt, würde sie sonst die Cheesecake-Masse verflüssigen. Und das möchten wir ja gerade nicht. Wir möchten hier, dass sie fest wird. Streich da unten das Mark noch ab. Das ist kostbar, das schmeckt unheimlich gut, das sollte mit hinein. Und dann lasst die Masse auskühlen. Die Himbeersoße kühlt ab und in der Zwischenzeit schiebe ich mal unsere weiße Schokolade rüber. Vergesst sie nicht umzurühren. Sie darf auf keinen Fall anbrennen und soll sich gut in der Sahne auflösen. Weiße Schokolade ist ab und zu ein bisschen tricky. Das ist nicht so ganz einfach, also deswegen auch die Sahne gleich mit rein, denn beim Auflösen wird sie sehr schnell klumpig und unschön. Und die Sahne lässt es gleich zu einer schönen cremigen Masse werden. Das dauert alles ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit, aber ich denke, bei dem Ergebnis, das ihr dann haben werdet, lohnt sich das Ganze wirklich. Es ist kein schneller Kuchen. Es ist ein Kuchen, der einfach nur Zeit braucht. Keine besonders geschickliche Geschichte, sondern einfach nur wirklich, nehmt euch für den Nachmittag nichts vor. Seid die nächsten 2-3 Stunden wachsam bei dem, was ihr tut. Und lasst ihn über Nacht auskühlen, weil er wird alleine circa 8 Stunden brauchen, um wirklich durchzukühlen, um wirklich auch die Konsistenz dann zu haben, die gewünscht ist. Und das ist das Einzige. Ihr braucht wirklich Geduld und Zeit und der Kuchen dankt es euch dann später auch. So, ich gehe jetzt im Teigschaber rein. Die Masse wird schon schön flüssig. Da kann ich im Kochlöffel nicht mehr so gut was anrichten, zumindest mal ich nicht. Ich bin da lieber jemand, der im Teigschaber unterwegs ist und mein Teigschaber sitzt ständig. Der hält diese Temperaturen aus und das muss sich sehr, sehr gut auflösen. Den Backofen heizt er bitte auf 165 Grad vor und dann machen wir uns gleich auch noch an die Frischkäsemasse. Das sind ca. 675 Gramm Frischkäse, die mit 100 Gramm Zucker
und 3 Eiern vermischt werden. Da hinzu kommen dann später noch das Vanilleextrakt und die aufgelöste Schokimasse. Ich fange jetzt gleich an mit der Frischkäsemasse, wie gesagt, und habe aber die Schokolade immer wieder im Auge. Sie darf auf keinen Fall anbrennen. Sonst könnt ihr die Schokolade nochmal ansetzen und es muss nicht sein. Fangen wir an mit unserer Frischkäsemasse. Das heißt, wir geben jetzt die 675 Gramm Frischkäse in eine Schüssel, werden die gleich mit dem Zucker, das sind gute 100 Gramm, und 3 Eiern. Na, so, 1, 2, 3 zu einer gleichmäßigen Masse verrühren, gut durchrühren. Ganz wichtig, es soll doch alles Zimmertemperatur haben, denn da wir nachher die flüssige Schokolade untergeben werden, könnte es dann passieren, dass sie klumpt. Deswegen schau, dass es ungefähr eine gleiche Temperatur haben wird. Wer meine Videos kennt, weiß, da wo was Süßes reinkommt, wie Zucker, kommt auch eine Prise Salz hinein, also wirklich nur eine Prise. Ich schaue gleich nochmal schnell nach unserer weißen Schokolade. Die steht hier neben mir. Ich muss mal schauen, die muss ich gut auflösen, wie ich schon gesagt habe. Ja, ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber hier wird. Lieber etwas länger brauchen, als hier wirklich was überstürzen, das ist nicht gut. Wir brauchen hier einfach ein bisschen Zeit. Das ist kein Kuchen auf den letzten Drücker, das ist echt ein Sonntagskuchen. Die Masse ist nun schön gleichmäßig. Jetzt gebe ich noch unseren Vanilleextrakt hinzu. Das ist wie gesagt ein Teelöffel. Schaut, dass ihr eine hochwertige Vanille bekommt, denn es macht sich echt bezahlbar. Der Geschmack kommt wirklich hier durch. Das ist nicht nur unterschwellig, sondern den merkt man wirklich sehr, sehr stark. Fertig. Nun geben wir noch die Schokolade hinzu. So, ich habe noch Tupfen drauf gemacht. Wie ihr seht, ich habe mir einfach eine Pipette geholt. Hier. Und habe darauf von der Himbeermasse kleine Tupfen gemacht. Während ich die Frischkäsemasse eingegossen habe. Und nun gehe ich her und nehme mir einen Holzstab. Und fahre einfach so hindurch. Und wie ihr seht, werden aus den Tupfen super süße kleine Herzen. Versucht sie in einem Rutsch durchzumachen. Und versucht immer die Mitte des Tupfens zu erreichen. Somit habt ihr mehr oder weniger einen gerannt, dass es ein schönes, tolles Muster gibt. Ich finde ihn recht gelungen. Wie gesagt, ich habe den Boden gemacht nochmal, habt ihr gesehen. Ich habe die Frischkäsemasse eingegossen, weil ich glaube, meine Kamera hat ausgeschalten. Und habe jetzt nun die Tupfen drauf gemacht und vorher schon ein bisschen marmoriert mit der Himbeersoße. Und gebe das jetzt in den Backofen bei 165 Grad. Circa 50-55 Minuten. Die Masse muss in der Mitte noch ein bisschen flüssig sein. Tipps und Tricks zu dem Kuchen findet ihr übrigens im Anhang. Mein Cheesecake ist nun fertig. Wie ihr seht, er ist richtig schön geworden. Er wird noch ein bisschen einsacken, wenn ihr jetzt abkühlt, aber ihr müsst ihn noch abkühlen lassen, bevor ihr ihn wirklich für 8 Stunden im Kühlschrank stellt. Und ihr seht, er wackelt noch ordentlich in der Mitte. Das soll er auch. Denn richtig schön fest wird er erst beim Auskühlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und freue mich über eure Kommentare. Meine ist ein bisschen dunkel geworden, das heißt, ich werde das nächste Mal wirklich hergehen und werde da eine Folie drüber legen, damit er ein bisschen heller wird, also sprich in Backpapier einfach drüber. Dann wird er nicht so dunkel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen. Bis dann, eure Silke. Sieht er angeschnitten aus nach 8 Stunden. Das heißt, er hatte Zeit, wirklich gut durchzuziehen. Ich habe schon die Himbeersoße mit drauf gemacht. Hier könnt ihr das schon sehen.
Also ich wünsche euch viel Spaß beim Genießen. Und wie gesagt, jetzt im Anschluss kommen gleich noch die Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr den Cheesecake macht. Das Wichtigste ist ganz viel Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und die anderen Tricks und Tipps gibt es im Anschluss. Also viel Spaß. Ciao. Tipp Nummer 1 zum New York Cheesecake. Wenn ihr die Schokoladenmasse, hier ist es die weiße Schokolade mit der Sahne drin, sollte die gleiche Temperatur haben wie die Frischkäsemasse. Wenn ihr das nicht schafft, weil ihr einfach ein bisschen Stress seid und die Zeit ein bisschen eilt, gießt die Schokoladenmasse langsam in die Eimasse. Ihr könnt auch eins machen, ihr könnt ein bisschen von der Eimasse in die weiße Schokolade geben, um sie anzugleichen. So nennt man das in der Fachsprache, einfach um die Temperatur dort ähnlich hinzubekommen. Das heißt, ich nehme ein bisschen von meiner Eimasse, ich nehme jetzt mal ein bisschen, unter ständigem Rühren, ganz wichtig, gleicht es an. Das garantiert euch einfach, dass es nachher keine Klümpchen gibt. Dass sich die Schokolade gleichmäßig verteilt und es keine Klümpchen gibt aufgrund des Temperaturunterschieds. Ihr seht, sie wird auch sofort dünnflüssiger, sie kühlt schneller ab und ihr könnt sie unbesorgt dann nachher in die Eimasse einrühren, in die Eifrischkäsemasse, wenn man es ganz genau nimmt. Ihr schaut, somit seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Sie wird heller, also auch kein Problem, das macht auch nichts, das soll sie auch werden. Der Herr New York Cheesecake ist ja relativ hell. Also eine kochende Schokolade könnt ihr das nicht machen, da würde ich das Ei ausflocken. Aber eine leicht abgekühlte könnt ihr das schon machen. Und ihr seht, sie nimmt es gut auf, es gibt keine Flocken, überhaupt nichts. Aber ihr seid somit auf der sicheren Seite, wenn es um das Ausflocken geht, sodass das nicht passieren kann. Ihr könnt auch zur Sicherheit nachher noch die Masse durch ein Sieb streichen, müsst ihr aber nicht. Ein weiterer Tipp für den Kuchen, der sollte ja relativ hell bleiben. Das heißt, er darf von der Temperatur nicht zu hoch werden. Das heißt, 65 Grad sind schon sportlich. Aber ich trickse das Ganze noch ein bisschen aus, indem ich eine weitere Backform nehme. Ich habe sie mit Papier ausgekleidet, weil diese Form nicht 100% dicht ist. Aber mit zwei Schichten Backpapier bleibt sie mir dicht, weil es minimal ist. Habe hier Wasser hineingegeben und stelle nun meine Form ins Wasserbad. Vorteil dieser Sache ist, das Wasserbad hält die Temperatur gleichmäßig bei ungefähr 100 Grad. Es wird nicht wärmer. Und garantiert somit, dass der Kuchen gleichmäßig hochgeht, sodass nicht außen es braun wird, in der Mitte ist es noch roh. Die Temperatur wird so ungefähr angeglichen. Ist ein kleiner Trick dabei, könnt es mal ausprobieren. Ihr müsst es nicht machen, aber ist eine Möglichkeit für euch. Er verschwindet jetzt, wie gesagt, im Backofen bei. Tipp zum Cheesecake. Wenn ihr die Möglichkeit und die Zeit habt, lasst ihn im Backofen auskühlen. Optimal fertig ist er, wenn er hergeht und ihr könnt ein bisschen rütteln. Und ihr seht, dass er noch wackelt. Dann ist er optimal fertig. Er muss innen drin noch ein bisschen weich sein. Und dann lasst ihn bitte auskühlen und stellt ihn dann für gute 8 Stunden in den Kühlschrank.